Hallo Herr Mofassert, herzlich willkommen zum Laufbandinterview. Das Grundgesetz wird 70 Jahre alt. Wir hatten Sie gebeten, sich einen Grundrechtsartikel auszusuchen, über den wir heute sprechen. Welcher ist das und warum gerade der? Ich habe mir Artikel 15 Grundgesetz ausgesucht, weil er derzeit ein sehr aktuelles, hier in Berlin sehr aktuell diskutiert wird. Er ermöglicht es, Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel zu vergesellschaften. Aber unter welchen Voraussetzungen? Also da geht es ja darum, dass der Staat mir etwas wegnimmt. Mhm. Unter welchen Voraussetzungen ist das möglich? Schließlich ist ja auch das Eigentum durch das Grundgesetz geschützt. Richtig, das Eigentum ist geschützt, aber es gibt Ausnahmen vom Eigentumsschutz. Und Artikel 15 definiert eine Ausnahme davon, nämlich sagt nämlich, dass Grund und Boden, Naturschätze, Produktionsmittel vergesellschaftet werden können, also in Gemeineigentum überführt werden können, nicht in die Hand des Staates, sondern der Gemeinschaft. Da erhält, also wird einem was weggenommen und ganz viele bekommen was. Und Voraussetzung ist, dass es ein Gesetz gibt, also ein demokratisch entschiedenes Gesetz, das auch die Entschädigung regelt und auch die Art, wie es sozusagen in Gemeineigentum überführt wird. In Berlin gibt es gerade eine Diskussion. Da geht es darum, dass eine große Immobilienfirma enteignet werden soll. Vielleicht können Sie uns erklären, worum es da genau geht und was das auch mit dem Artikel 15 zu tun hat. Ja, die Initiative Deutsche Wohnen enteignen fordert, dass Wohnungskonzerne, die über 3000 Wohnungen haben, enteignet werden, also die Wohnungen enteignet werden und in Gemeineigentum überführt werden. Hintergrund ist, sind die steigenden Preise für Mieten. In Berlin haben sich die Mieten zum Beispiel in den letzten 10 Jahren in einigen Bezirken verdoppelt. Das heißt, immer mehr Menschen können sich keinen bezahlbaren Wohnraum mehr leisten. Und die Idee dahinter ist eben zu sagen jetzt, okay, wir müssen was tun. Wir müssen an die Konzerne ran, die Milliardengewinne damit machen, überteuerte Wohnungen zu vermieten. Und Sie haben es vorhin schon angesprochen, also es geht auch um Entschädigung. Wer bemisst das denn? Wer bemisst die Höhe der Entschädigung und wer entscheidet darüber? Das Grundgesetz hat eine klare Regelung. In Artikel 14, eine andere Enteignungsvorschrift, muss nach Verkehrswert entschädigt werden. Artikel 15 macht nur Sinn, wenn die Entschädigung anders geregelt ist als in Artikel 14. Und in Artikel 15, der ja der wirtschaftspolitischen Steuerung dient, also dass der Staat entscheiden kann, wie funktioniert eigentlich die Wirtschaft, kann er auch eben entscheiden, die Entschädigung geringer anzusetzen, nach Billigkeitsaspekten, nach dem, was er für sinnvoll hält als Entschädigung. Er muss nicht den Verkehrswert zahlen. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Yes. Vielen Dank. Sehr gerne.